Der Herzinfarkt ist nicht gleich Herzinfarkt. Es gibt unterschiedliche schwere Formen. Es gibt einen Teil der Patienten, die überhaupt keine Vorzeichen haben, bei denen der Herzinfarkt sozusagen das erste Bild, klinische Bild der Durchblutungsstörung ist. Das ist ungefähr ein Viertel der Patienten. Es gibt aber Patienten, die haben Vorzeichen. Das wäre diese bekannte Angina pectoris, das heißt, dass man sich bei körperlicher Belastung nicht wohlfühlt, dass man eine Enge in der Brust kriegt, vielleicht auch etwas Atemnot kriegt, und das hört dann wieder auf, wenn man stehen bleibt oder wenn man sogar so ein Nitrospray hat, diesen Nitrospray gibt. Das wären typische Vorzeichen, aber wie gesagt, es gibt einen erklecklichen Anteil von Patienten, die überhaupt keine Vorzeichen haben.